Den Wert einer Sache herausfinden, das ist eigentlich das Ziel der datengestützten Schulevaluation und soll den Rahmen bieten, dass man sich im Unterricht und in den Lehrprozessen selbst darauf verlassen kann, dass man sich wirklich um die Schülerinnen und Schüler kümmern kann. Das heißt, es handelt sich um systematische Verfahren zur Bewertung von Prozessen oder auch eingeführten Elementen. Und im Unterschied zum Feedback werden hier möglichst objektive Daten erfasst, erhoben. Und man nimmt dabei für sich in Anspruch, auch als Schule, also jetzt nicht mit einem wissenschaftsausgerichteten Interesse, sondern immer mit dem Interesse, Entwicklung anzustoßen, Veränderungen herbeizuführen. Aber man nimmt eben dabei für sich in Anspruch, ein möglichst valides Qualitätsurteil zu erhalten. Und das sind eben immer genau die Bereiche, die sich in dem Leitbild darstellen. Und diese Daten, die sollen jetzt auch nicht gottgleich genutzt werden, sondern es sind sogenannte Nudges. Es geht immer um Anstöße, darüber nachzudenken, wo stehen wir, was können wir verbessern, wo soll die Reise hingehen. Also es geht um die Reflexion über die Praxisgestaltung und der Praxisverantwortung. Da sehen Sie nochmal die Kette, wie das idealerweise laufen soll, und ich muss sagen, das funktioniert an den Schulen ganz gut. Es ist ja auch auf der institutionellen Ebene, wir haben das Leitbild an den Schulen und dann wird entweder mal das Leitbild in der Breite erfasst und geschaut, wo stehen wir da eigentlich mit unseren Ansprüchen, oder aber man macht sogenannte Fokusevaluationen, beispielsweise zum Bereich Prüfen und Beurteilen. Wie ist eigentlich die Bewertungspraxis in der Schule? Folgen wir da unserem Anspruch, ja oder nein? Das ist ein ganz kritisches und sensibles Thema. Und dann fragt man natürlich immer die, die auch da davon betroffen sind. Also man versucht, das Prinzip der Triangulation einzuhalten. Und daraus folgen dann entweder Entwicklungsprojekte oder ganz konkrete Maßnahmen. Manche Dinge kann man dann einfach, dann merkt man, oh, da fehlt irgendwie... Da fehlt es an dem und dem, und dann besorgt man das und stellt es halt hin. Es gibt eben Prinzipien, die dafür leitend sind, und das ist uns sehr wichtig gewesen, dass wir uns wirklich daran halten. Also erstmal natürlich das Know-how aufzubauen und dann darauf zu achten, nur das zu evaluieren, was wirklich noch nicht bekannt ist, das zu evaluieren, was veränderbar ist grundsätzlich. Und vor allen Dingen nur dann zu evaluieren, wenn der Wille zur Veränderung da ist. Das ist ein kritischer Punkt, und da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Triangulation beachten, das heißt, alle, die von einer Sache betroffen sind oder an einer Sache beteiligt sind, die auch in die Befragung mit einzuziehen und gegebenenfalls auch mal die Methoden zu wechseln. Dann die Ergebnisse mit allen erörtern und dann ganz konkrete Maßnahmen ableiten. Und irgendwann, je nachdem, was erhoben worden ist und wie langfristig etwas umgesetzt werden muss, die Wirksamkeit überprüfen, also die Schleife zu Ende drehen, damit man dann wirklich sicher sein kann, das, was wir verändert haben, das taugt, das trägt, und jetzt können wir erstmal für eine Weile woanders hinschauen. Mit der Zeit, über die Jahre, entstehen dann natürlich unglaublich viele Evaluationen, und ich möchte... Einfach weil vorhin auch die Frage der Umsetzungsstrategien noch offen geblieben ist im Workshop und ich auch darauf angesprochen wurde, nochmal zeigen, dass man möglichst wenig Zeit damit vertun sollte, lange Berichte zu schreiben. Aber in irgendeiner Weise muss man es ja doch dokumentieren und für die eigene Schule vorhalten, was haben wir eigentlich wann wie gemacht. Und auch zu schauen, dass man in dem eigenen Leitbild keine blinden Flecken erzeugt. Man will das ja eigentlich eher vermeiden. Und da gibt es so Datenbanken, und da können Sie sich gerne an dieses Schulzentrum wenden, wen das interessiert, die geben das auch gerne ab. Und da kann man eben genau schauen, man kann nach den einzelnen Q-Dimensionen suchen, nach den Q-Bereichen, man kann sofort feststellen, welche Maßnahme hat zu was geführt und wo ist wirklich eine Veränderung auch bis in den Unterricht vorgedrungen. Wie gesagt, das funktioniert ganz gut. Kommen wir zum Feedback. Ist ja eine Rückmeldung, und da
bin ich ein bisschen anderer Meinung als Herr Teichert, eben wenig objektiv, sondern sehr subjektiv. Also es sind ja Wahrnehmungen von Schülerinnen und Schülern, die sind subjektiv. Ich als empfangende Person bin subjektiv. Wir haben es sogar mit einer doppelten Subjektivität zu tun. Und an der Stelle ist laut Q2E die subjektive Plausibilität auch wichtiger als eine sogenannte Objektivität. Der Anspruch wird erstmal so nicht erhoben. Es ist ein wichtiges Instrument der Qualitätsentwicklung, erstens um blinde Flecken in meinem eigenen Handeln aufzudecken. Es soll auch hier Nudges, also Anlässe bieten zur kritischen Auseinandersetzung, dass ich darüber nachdenke und vor allen Dingen auch in den Dialog trete, zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern oder aber mit den Kolleginnen und Kollegen. Und es ist immer auch ein Stück weit eine Ergänzung der Selbstbeurteilung. Bei Q2E geht es eben insbesondere auch darum, dass so etwas wie eine Feedback-Kultur geschaffen wird. Also dass die Methode so etwas wie eine normative Kraft entfaltet. Dass es eigentlich undenkbar ist, in einem Kollegium zu arbeiten, wo nicht regelmäßig reflektiert wird. Das bedeutet, es gibt sogenannte Kulturmerkmale. Also Feedback ist eben eine Haltung, die ich mitbringen muss. Und das setzt, also lernende Organisationen braucht ja lernende Menschen und vor allen Dingen, wenn ich als Mensch lernen will, brauche ich so etwas wie eine lernbereite Haltung. Und da wird es schon ein bisschen schwieriger und es muss gekoppelt sein daran der Wunsch, also ich muss den Wunsch haben, Dinge zu verändern, zu verbessern. Und da geht es dann eben, da ist man dann nicht mehr auf der Ebene der reinen schematischen Pflichterfüllung. Aha, wir müssen Feedback machen und ich muss es einmal im Jahr machen, also mache ich es mal. Feedback als normative Kraft, also es soll ein gemeinsam getragenes Anliegen sein und da sind wir direkt bei der Schulkultur und irgendwann sollte es genau so sein, dass diejenigen, die das nicht machen, sich merkwürdig fühlen und nicht diejenigen sich rechtfertigen, die es schon ganz selbstverständlich machen. Wir haben das im Moment an den beruflichen Schulen in Bremen, oh gut, jetzt muss ich mich sputen, sind dann schon 30 Minuten rum? Nein, ich muss ja den Film noch zeigen. Okay, die Voraussetzung ist, dass die individuelle Haltung verändert wird, aber eben auch, dass sich so etwas wie der kollektive Wertehorizont verändert und das ist ganz, ganz schwierig. Die überspringe ich mal. Und komme dann zu dem Film, weil nach dem Film habe ich auch noch eine Folie, die ich gerne zeigen möchte. Wir haben jetzt also, ich habe mit Schülerinnen und Schülern in den letzten 2 Monaten sehr häufig gesprochen und dann haben sie gesagt, sie würden das alles gerne mal erzählen und sie hatten nur eine einzige Frage und das war, denke ich, an Unterrichtsqualität in der Nacht und eine Auszubildende, aus dem Bereich Gestaltung, hat den Film dann geschnitten. Er ist etwas länger geworden, als ich vorgegeben hatte. Ich habe gesagt, nicht länger als 6 Minuten, jetzt ist er aber 10 Minuten. Ich möchte ihn trotzdem gerne zeigen. Es sind Schülerinnen und Schüler aus 3 beruflichen Schulen und die sagen, was sie zur Unterrichtsqualität denken.